Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, ich fürchte längeren Infovideo, ich versuche mich aber so kurz wie möglich zu halten, über die Zukunft von dem ARK-Franchise. Denn Wildcard hat am 1.4. eine ziemlich große Bombe platzen lassen und ja, ich habe dazu schon ein Video gemacht für alle, die gerade ein Déjà-vu-Erlebnis haben, aber keine 24 Stunden später hat Wildcard noch eine Bombe platzen lassen, noch ein paar Änderungen rausgegeben und auch noch mal ein bisschen was zu dem Content von ARK Survival Ascendant. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt nochmal in diesem Video halb das andere Video erkläre, um dann auf drei Sachen einzugehen, mache ich es lieber komplett nochmal neu mit allen Infos, die wir aktuell halt rund um ARK Survival Evolved Ascendant und 2 so haben. Und zwar fangen wir einmal kurz an mit ja, ARK 2, das ist das kürzeste Thema, denn darüber wissen wir ja alle praktisch nichts. Dann hauptsächlich Survival Ascendant und was da so für Inhalte gibt, für Neuerungen gibt, was da geplant ist und wann es geplant ist. Und danach werde ich auch nochmal kurz darauf eingehen, was das eigentlich für meine Let's Plays bedeutet. Denn ich habe ja schon gesagt, beziehungsweise ihr seht es ja, ich spiele ja gerade die ARK Story in der Modded-Version, also mit verschiedenen Creature-Mods, mit S+ und so. Und ja, das wird sich natürlich ändern in Survival Ascendant, denn die Zukunft von Mods sieht da schwierig aus, sagen wir mal schwierig. Ich werde auch dann ein paar Stellungnahmen von Moddern erzählen, die so die größten Modder sind, die man so kennt bei ja, dem Survival Evolved Mod Store. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Zukunft von ARK 2. ARK 2 selber wurde mal wieder delayed. War ursprünglich ja geplant, dass es letztes Jahr schon rauskam. Jetzt haben sie es delayed auf den Dezember, glaube ich, aufs letzte Quartal 24, sprich anderthalb Jahre Wartezeit. Hat mich ehrlich gesagt nicht gewundert. Wir sehen bis heute immer eine Concept Art, obwohl uns auch schon Gameplay versprochen wurde. Und ich denke einfach, es wird noch gar kein Gameplay geben. Die haben damals, wo sie gesagt haben, Leute, wir delayen das Ding, wo sie, ich glaube, Survival Ascendant dann announced haben, ist jetzt noch nicht so lange her, schon mal gesagt, dass sie, naja, dass die Unreal Engine 5 halt neu ist und die einfach keinen Plan haben, was sie damit machen sollen. Keinen Plan haben, wie das alles funktioniert, die neuen Möglichkeiten, ARK Survival Evolved halt zu unterstützen. Und ich wusste auch schon, dass der Source Code von ARK Survival Evolved ein riesiger Haufen Scheiße ist. Anders kann man es einfach nicht sagen. Und ja, das haben die Entwickler jetzt auch schon mal gesagt und haben dazu eine Stellungnahme gepostet. Die könnt ihr hier auf Englisch lesen, ich werde es euch aber einfach mal auf Deutsch erklären. Denn ja, wir sprechen hier ja gerade Deutsch. Und ja, da steht so viel drin, wie dass sie natürlich darüber, also dass sie ja ursprünglich darüber nachgedacht haben, Survival Evolved einfach auf Unreal Engine 5 zu upgraden. Und dass es eigentlich auch gar keine Pläne gab, das Spiel inhaltlich zu verändern. Was ja auch Sinn macht, weil ARK ist halt eigentlich ja abgeschlossen. Dafür gibt es ja dann einen Nachfolger, ARK 2. So, dann haben sie aber gedacht, also sie haben ja vorher schon gesagt, dass sie mit ARK Survival Ascendant die Unreal Engine 5 erproben wollen, sich damit vertraut machen wollen und auf diesen Erfahrungswerten dann ARK 2 bauen wollen. Was mich auch noch darin bestärkt, dass die einfach gar kein In-Game-Play In-Game-Gameplay haben, weil die einfach gar nicht wissen, was sie machen sollen im Moment. Weil sie halt eine völlig neue Engine an den Kopf geworfen gekriegt haben. Und Wildcard ist nun mal ein Studio, was nichts kann. Also ARK ist super, aber es gibt halt auch noch 4 andere Spiele, PixARK, Atlas und so, die ja, die taugen halt alle nichts. Und das hat Gründe, warum es so ist und warum die alle dieselben Probleme haben. Ja, und das ist halt bei ARK Survival Evolved auch. Die waren damals ein kleines Studio, was von nichts eine Ahnung hatte, was halt einfach mal so ein Spiel entwickeln wollte, was absolut durch die Decke gehypt wurde, dass ja, die selber das Glück hatten, durch diese ganzen Erfahrungen und das ganze Geld Leute einzustellen, die Erfahrungen hatten, selber Erfahrungen zu machen. Und ARK Survival Evolved ist nun mal, wenn man das jetzt heute vergleicht mit den Anfängen, ein richtig krass verbessertes Spiel. Also das ist nichts zu den Anfängen von ARK, was wir jetzt in ARK haben. Das Problem ist aber, die hatten halt wirklich damals keine Ahnung. Und das Source Code sollte eigentlich schön strukturiert, klar, fehlerfrei sein. Sagen wir mal laienhaft erklärt. Da sollte schön gerade sein wie bei einer Harfe die Saiten oder einer Gitarre.
Aber das sieht halt aus wie Spaghetti Bolognese. Und eine Stellungnahme für Leute, die gerade nebenbei lesen und Englisch können, haben die das jetzt auch nochmal erklärt und gesagt, Leute, ja, wir haben halt jetzt überlegt, dass Survival Evolved ist ein geiles Spiel. Wir wollen, dass das für euch auch geil bleibt. Es ist nun mal jetzt fast 8 Jahre alt. Es ist auf dem scheiß Source Code. Es ist auf einer alten Engine. Und deshalb haben wir gesagt, wir portieren das nicht einfach nur und machen daraus ein Unreal 5 Remaster, sondern wir machen, ich sag mal jetzt ganz blöd gesagt, nochmal ein komplett neues Spiel, was aber trotzdem noch das Survival Evolved ist. Also die Dinos, die Maps, die Story, sowas. Ja, und das konnten die nicht einfach hochsetzen, weil das einfach der Source Code so scheiße ist, dass es sinnvoller ist, ein komplett neues Spiel zu machen, oder halt das Remaster, auf dem nochmal alles neu basiert, als die ganzen Fehler in Ark Survival Evolved auszubügeln, denn das würde bedeuten, dass viele Mods nicht mehr funktionieren, weil die halt ja auch mit auf diesen Fehlern aufbauen, dass Save Games nicht mehr funktionieren, wir alle also nochmal bei Null starten müssten und die halt auch keine wirkliche Erfahrung jetzt mit Unreal Engine 5 machen können, weil ja, Assets portieren ist jetzt, da lernen die halt nichts. Das ja, haben die dann auch halt selber gemerkt und weil viele Leute sich darüber aufgeregt haben, warum jetzt Survival Ascendant kommt und nicht das versprochene einfach nur Survival Evolved Remaster, haben die jetzt halt nochmal diese Stellungnahme gepostet, dass das halt so nicht geplant war, aber es denen einfach sinnvoller erschien, das so zu machen. Was ich auch verstehen kann, was ich auch sehr gut finde, auch wenn ich finde, die hätten sich einfach auf Arc 2 immer konzentrieren können, dann wäre es vielleicht auch schon fertig gewesen, statt nochmal delayen, aber okay. Das heißt, wir kriegen im besten Falle, sollte das so klappen, wie Wildcard das vorhat, ein Arc Survival Evolved, was diese Performance-Probleme nicht mehr hat und auch noch viele andere weitere Sachen, die ich gleich erklären werde. Ja, die haben auch nochmal eine Stellung dazu bezogen, dass die ja alle offiziellen Server abschalten wollen, wenn Survival Ascendant rauskommt. Das ja ist praktisch dasselbe. Die sind halt alt, die funktionieren nicht richtig und deshalb möchte man sie halt gleich komplett runternehmen und die einfach mal ein bisschen aufmutzen und dann für Survival Ascendant nutzen. Weil, und das ja weiß eigentlich auch jeder, der Ark spielt, die Haupt-Ark-Spieler sitzen auf den inoffiziellen Servern, also wie ich ja auch. Die haben sich einen eigenen gemietet oder spielen im Singleplayer oder haben sich selber einen Server erstellt. Nur ein sehr kleiner Teil spielt auf den offiziellen Servern und oder halt auf so Small Tribe Sachen oder Apocalypse Servern, wo es halt nicht so interessant ist, die es auch noch nicht so lange gibt. Und es gibt halt wirklich nur einen kleinen Teil, der auf den offiziellen Servern spielt. Und auch da bei PvP gibt es massive Probleme, dass es irgendwie Tribes gibt, die serverübergreifend ein Imperium aufgebaut haben und da jeden anderen einfach wegbashen, der denen auf die Nerven geht oder so. Also macht schon Sinn, einfach zu sagen, Leute, das Ding ist tot, wir nutzen die Serverressourcen lieber für unser neues Spiel, als für ein Spiel, was halt schon 8 Jahre alt ist, wo die meisten Leute nicht offiziell, also auf den offiziellen Servern spielen. So. Ark Survival Evolved wird weiterhin spielbar sein und auch die ganzen Mods und so, die werden jetzt nicht den Steam Workshop offline nehmen oder irgendwie an was anderes, aber es macht halt einfach Sinn, basierend auf dem, was Ark Survival Evolved für Probleme hat, das nicht nochmal da neu aufzudröseln, sondern einfach direkt ein neues Spiel zu programmieren. So, das ist das, was eigentlich in diesem Text drin steht. Und ja, das ist so das Hauptding. Und ich würde sagen, wir gucken einmal in die Neuerung rein. Denn da haben wir die neue Preisliste. Ursprünglich wurde gesagt, dass Survival Ascendant zusammen mit Ark 2 verkauft wird in einem Bundle. Das kostet dann 50 Dollar. Euro weiß ich gerade nicht, die in den genauen Umrechnungskurs. Ich hätte jetzt auch gesagt 50 Euro. Und dann gibt es nochmal die zwei Passes für hier den Explorer den Explorer Pass für eigentlich Scorched Earth, was aber schon beim Launch dabei ist, für Aberration und Extinction, sprich halt für in diesem Fall zwei DLCs,
und den Genesis Pass Genesis 1 und 2. Das fanden viele Leute scheiße, weil wir haben Ark Survival Evolved ja alle schon gekauft und eigentlich auch jeder hat die ganzen DLCs dafür, die man ja praktisch dauerhaft im Sale hat. Ja, und da haben sich natürlich viele Leute aufgeregt, dass es doch voll asozial ist, dass man jetzt dafür nochmal bezahlen muss. Ich kann das verstehen, dass man da als Spieler sauer ist, weil ja, wir haben halt nun mal alle schon dafür bezahlt und müssen jetzt praktisch für das Spiel nur mal im neuen Look nochmal bezahlen. Und kriegen dann ein Spiel dazu, wo keiner weiß, was mit dem Spiel ist. Wir wissen alle, es wird nicht so sein wie Survival Evolved. Es ist halt ein Souls-like, ciao Musik. Und das wird sich komplett anders spielen wie Survival Evolved, einfach darauf, wie es halt schon aufgebaut sein wird. Allein von der Erklärung. Aber wir haben ja bisher noch nichts gesehen. Deshalb, keiner weiß, was los ist. Kann ich verstehen, dass man da ein bisschen irr ist. Aber Wildcard kann halt auch nicht einfach seine ganzen Leute, die sie jetzt angestellt haben für Ark 2 und alles andere, mit Luft und Liebe bezahlen. Ark ist 8 Jahre alt, die DLCs und auch das Hauptspiel sind praktisch 24/7 im Sale für ein Apfel und ein Ei für alle, die es bisher noch nicht gekauft haben. Und irgendwo muss halt einfach auch mal neues Geld rein. Ark 2, 1,5 Jahre, kriegen die also immer noch kein Geld für. Irgendwo muss das Geld halt herkommen. Und ich persönlich habe jetzt, ich glaube, wie viele Stunden habe ich in Ark? Ich guck mal kurz. Etwas über 5000 Stunden, 5070 Stunden. Und ganz ehrlich, in ein Spiel, wo ich so viel Zeit investiert habe, wo dann nochmal ein Spiel rauskommt, was dasselbe ist, in besser, mit mehr neuem Content und nicht dem Problem, dass das alte Spiel hat, und wo ich das Spiel aktuell immer noch aktiv gerne spiele, bin ich auch bereit, nochmal zu zahlen. Also sehe ich aktuell wirklich absolut kein Problem drin. Ja, jetzt haben sie durch dieses negative Feedback eine Veränderung gehabt. Der Preis ist jetzt auf $60 hochgegangen und Ark 2 ist da nicht mehr drin. Sondern es ist jetzt das Respawn-Bundle, wo nun Survival Ascendant samt sämtlicher DLCs drin ist. Ja, auch den Move kann ich verstehen von beiden Seiten. Faktum ist jetzt aber, wir hätten vorher $50 für beide Hauptspiele bezahlt und nochmal $40 für die beiden Explorer, also DLC-Passes. $90. Also ich sag mal 90 Euro. Jetzt zahlen wir 60 für ein Hauptspiel mit den ganzen DLCs. Und wer meint, dass Ark 2 für $30 oder 30 Euro rauskommen wird, das glaube ich nicht. Das wird mindestens 50 Euro kosten. Das heißt, wir zahlen jetzt halt praktisch das Doppelte für Ark 2 wie eigentlich. Wir hätten eigentlich halt, was waren das? Wir hätten eigentlich $30 praktisch bezahlt, 30 Euro für Ark 2, für ein komplett neues Spiel. Oder $20, $25 für Ark Survival Ascended und Ark 2. Wer jetzt gesagt hat, Survival Ascended bockt mich nicht, brauche ich die DLCs nicht für kaufen. Und für $25 bis $30 gibt es Ark 2 hundertprozentig nicht. Sprich, wenn Leute beides haben wollen, ist das am Ende der schlechtere Deal, denn es ist teurer. Aber da, wie gesagt, für beide Seiten verstehe ich den Move, bin ich immer noch voll cool mit, finde ich persönlich auch kein Problem. Für Leute, die jetzt halt Angst vor Ark 2 hatten und jetzt nicht das Spiel aufgezwungen kriegen wollten, okay, gut, jetzt haben sie es halt so. Und wir anderen zahlen dann halt am Ende mehr, ist auch okay. Und ja, auch hier seht ihr unten, die Release-Dates wurden announced, The Island und Scorched Earth sind bei Release schon draußen, genauso wie Survival also fit ist mit der The Island und der neuen Scorched Earth Map. Aberration kommt am Ende des Jahres raus, Extinction Anfang nächsten Jahres und Genesis auch schon im ersten Quartal. Ich denke mal, Extinction wird dann so im Januar und Genesis, ich denke mal, im März released. Und Genesis Part 2 dann halt im zweiten Quartal. Und dann kommt ja schon fast Ark 2 raus. Auch die Community Maps sind nicht bei Start dabei. Meine erste Vermutung bei den Mods war, dass, weil manche Mod-Dinos auf den Fähigkeiten der DLC-Dinos basieren,
dass diese ganzen Sachen ja im DevKit schon drin sein müssen, denn auf den ganzen Community-Maps sind ja mindestens schon mal die Scorched Earth-Dinos. Und da sie Scorched Earth ja schon mit releasen, macht es ja keinen Sinn, dass die nicht im DevKit sind. Also, ja, habe ich gedacht, komm, wenn die Fjordor haben mit Erasure und Shadowmanes und so, dann haben die Sachen noch im DevKit und alle Modder können ihre Dinos ganz normal mit rüberbringen. Weil das hätten sie sonst nicht gekonnt. Aber anscheinend, alle Community-Maps sind halt auch von Anfang an nicht dabei, sondern kommen erst im nächsten Jahr raus. Und dann auch immer nach und nach. Kann man verstehen, es ist halt nicht nur einfach 1:1, wir bringen die Assets rüber, sondern zumindest bei den ersten eigenen, also hier ist es, sind ja keine eigenen, aber ihr wisst, was ich meine, The Center und auch Valgoeo, da sind schon Sachen, Ragnarok, ganz, ganz besonders Ragnarok, die älteren Maps halt, Sachen, Bugs, Mashholds etc. pp., wo halt alles gefixt werden muss. Vielleicht auch ein paar neue Assets reingeknallt werden, Sachen überarbeitet werden, wie zum Beispiel bei Ragnarok gibt es ja die Rare Flowers und Mushrooms. Oder ich glaube Crystal Isle auch, Nifjordo auch. Dass man vielleicht sagt, okay, wir überarbeiten das jetzt. Das gibt es halt auch auf den anderen Maps und sowas alles. Es wird auch neuen Content geben, der vielleicht dann auch auf diese Maps integriert werden muss. So, das dazu. Ja, zwischendurch immer mal Concept Art. Dann haben wir ein allgemeinen Buch, die allgemeine Roadmap. Das ist die neue Roadmap, wie sie halt jetzt aussieht. Wir kriegen im Juni 23 das letzte offizielle Arc-Update für Survival Evolved. Da kommt das Community-Tier raus, dieses Insekt, was sie auch in Concept Art jetzt released haben. Im August 23 kommt Survival Ascendant und Survival of the Fittest für Survival Ascendant. Im letzten Quartal 23 kommt, da kommt schon das neue DLC. Da wurde auch ein neues DLC announced und das kommt anscheinend auch direkt mit raus. Aus Scorched Earth kommt ja mit Release von Survival Ascendant raus, warum auch immer das im vierten Quartal steht. Da kommt dann halt Aberration und dieses DLC anscheinend auch. Am Ende 23 gibt es dann ein neues Arc Mobile, auch das wird überarbeitet, angeblich. Am Ende 23 soll anscheinend auch die Animationsserie starten, die ist ja jetzt soweit auch fertig. Ich glaube, die ist schon komplett fertig. Im ersten Quartal 24 kommt Extinction und Genesis 1, im zweiten Quartal Genesis 2 und Ende des Jahres, also Ende nächsten Jahres, kommt dann Arc 2, angeblich. Und ich sag's mal so, Wildcard hat bisher bei Arc noch nie geschafft, ein Release-Date pünktlich einzuhalten, was komplett neuen Content brachte. Also so neuen Dino wie den Karch, das haben sie hingekriegt. Ich glaube, das haben sie auch relativ spät erst announced, wo die Sachen auch schon fertig waren. Aber diese ganzen großen Arc-Updates, die es damals gab, wo dann die DLCs rauskamen, ich glaube, kein einziges DLC kam pünktlich raus. Und auch große Updates kamen nie pünktlich raus oder waren so massiv verbuggt, zum Beispiel als der Tapejara ins Spiel kam und das komplette Spiel nicht mehr funktioniert hat, keiner mehr einloggen konnte, weil es sofort abgestürzt ist. Also für alle, die Hype sind, ich bin's auch, aber dämpft die Erwartungen. Erfahrungsgemäß wird das alles wieder mal nicht pünktlich kommen, sondern so laufen wir mit Arc 2. So. Content. Es gibt eine Menge Content. Das ist jetzt die größte Dings. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs lesen. Das ist jetzt schon vom 1. April, was die schon announced haben. Ich gehe trotzdem nochmal drauf ein. Survival Ascendant kommt natürlich in der Unreal Engine 5, gibt dann entsprechend Overhauls, zum Beispiel mit dem Licht, das Lumengedöns. Bei dem anderen weiß ich gerade nicht, was es ist, ist aber auch egal. Es wird halt einfach besser, weil es ist eine neue Engine, es bringt neue Möglichkeiten. Es gibt dynamisches Wasser, es gibt interaktives Grünzeug, sprich, wenn ihr durch Gras läuft, bewegt sich das Gras dann zur Seite oder wird, keine Ahnung, plattgetreten oder so. Es gibt natürlich Performance-Boosts, dass große Basen besser geladen werden. Im aktuellen Survival Evolved haben wir das Problem, Basen laden teilweise erst, wenn man schon drin reingeflogen ist, wenn sie sehr groß sind. Es laden erst die Dinos, dann die Basen, dass man schon sieht, was da alles drin ist. Oder es laden Basen nur teilweise, weil sie halt so riesig groß sind, dass das andere aus der Render-Distance ist
oder einfach nicht geladen wird. Das soll dann hoffentlich alles behoben worden sein. Es gibt neue Physics Engines und natürlich andere Sachen noch. Es gibt Cross-Plattform-Multiplayer, sprich wir spielen mit den Leuten von PlayStation und Xbox zusammen. Und es wird Cross-Plattform-Modding geben. Das heißt, nicht nur die Leute, die Steam haben, einen PC haben, da ARK spielen, werden Mods haben, sondern auch die PlayStation- und Xbox-Spieler. Wobei das wohl anscheinend später rauskommen soll für die. Aber ja, die ganzen Modder haben das DevKit halt auch noch nicht. Kein Modder kann aktuell für ARK Survival Ascendant seine Mod portieren. Also mal gucken, wann das soweit ist. Gehen wir später drauf ein. Entsprechend gibt es natürlich Cross-Plattform-Anti-Cheat-Systeme. Survival of the Fittest kommt mit der Scorched Earth Map. Auch upgraded auf Unreal Engine 5 natürlich. Es gibt diverse Improvements, Quality of Life Dinger. Balancing wird nochmal neu gemacht. Es kommt eine ganze Menge neuer Scheiß zu Survival of the Fittest. Und ja, könnt ihr da alles lesen. Gehe ich jetzt nicht so weit drauf ein, wissen die meisten von euch auch schon. Es gibt neue Art Assets. Wahrscheinlich irgendwie halt diese Sattel-Optiken, die Icons halt. Und Funktion. Also, nee, Moment, das ist eins zu weit oben. Und Upgrades im kompletten Spiel. Also bin ich auch sehr froh drum, obwohl ich die Icons eigentlich ganz cool finde. Ich hoffe auch, die Assets werden teilweise wirklich neu gemacht. Hier vom Ofen, vom Fabricator, von den Strukturen, auch hoffentlich von den Strukturen, dass es fließend ineinander übergeht und man nicht diese Tiles ständig hat, das ist so hässlich. Es gibt neue Holiday-Events, die werden natürlich dann auch nochmal mit neuen Inhalt versehen, weil das ist ja bei ARK Survival Evolved jetzt auch gewesen durch ARK 2, dass die die zwar rausgebracht haben, aber es gar keine neuen Sachen gab. Die werden als Mod released, nicht mehr einfach als Event. Verstehe ich als PC-Spieler nicht warum, weil wir als PC-Spieler eigentlich keinerlei Probleme damit hatten. Ich denke aber mal, dass es für die Konsolenspieler relevant ist, dass das irgendwie jetzt ein Ding ist. Es gibt neuen Content, Quality of Life Improvements, Balancing, neue Gameplay-Sachen. Ja, einige Beispiele stehen da. Es gibt eine Minimap, die finde ich auch echt cool, freue ich mich sehr drauf. Sehe ich allerdings vom Immersive-Standpunkt aus kritisch, genauso wie den Taming-Helper, den ich nie wieder missen möchte, um Gottes Willen. Aber Immersive ist es halt nicht, weil das hat auch für mich nichts mit einem Survival-Spiel zu tun, wenn man alles halt vorgekaut kriegt. Ich fände es okay, wenn sie das zum Beispiel in einen Tech-Anzug integrieren. Da macht es komplett Sinn, dass wir dann so eine HUD haben, die uns sagt, wo unsere Dinos liegen, wie viel Torpor die noch haben oder was weiß ich. Aber im Survival-Dings, weiß ich nicht, finde ich persönlich kritisch, aber bin trotzdem auch froh über diese Erneuerung. Es gibt neue Strukturen, Display-Cases, zum Beispiel, dass man auf den Truhen, auf den Schränken und so sehen kann, was da drin ist, entweder als Icon oder als Schriftzug dann. Kleinere Tech-Teleporter, Quality-of-Life-Improvements beim Bauen, Snapfixes, erweiterter Foundation-Support und sowas alles. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Gerade weil die S-Plus-Mod vielleicht auch gar nicht mit rübergenommen wird. Und ich bin bei Superstructures ehrlich gesagt kein großer Fan von. Es gibt ein Queuing-System, also so ein Warteschlangensystem. Ich weiß aber nicht wofür. Also das haben wir halt schon beim Craften, dass wir so ein Warteschlangensystem haben. Ich glaube bis zu 5 Sachen oder so. Also mal gucken, was das ist. Es gibt eine neue Third-Person-Kamera, macht auch Sinn. ARK 2 ist komplett in Third-Person. Und wer schon mal seinen eigenen Charakter in Third-Person in ARK Survival Evolved gesteuert hat, weiß, irk. Ich hoffe, das wird dann so gut wie auf den Dinos. Da finde ich, geht es nämlich ganz gut. Muss es auch, weil da ist man ja eigentlich immer in Third-Person. Bin ich gespannt, freue ich mich drauf. Man kann dann Directional Sprinting und Walking, also seitlich sprinten und rennen. Auch das für ARK 2 hinterher eine Sache, die wir unbedingt testen müssen, finde ich auch sehr gut. Ein Ping-System, bin ich mir immer noch nicht sicher, ist es jetzt ein Ping-System, dass man auf der Map Sachen pingen kann, wie bei Survival of the Fittest? Oder ist es ein Ping-System, dass Leute mit zu hoher Ping halt rausgeworfen werden? Mal gucken. Ein Mousepad-Cursor, ein Chibi-Slot und ein Skin-Tab. Bin ich auch sehr froh drum. Wusste ich im ersten Video nicht, was es ist. Ich wurde aufgeklärt, danke dafür übrigens. Chibi-Slot ist anscheinend der Schild-Slot im Moment. Ist natürlich blöd, Chibi oder Schild. Geht dann beides.
Balance Passes, dass die Höhleneingänge neu gemacht werden, dass zum Beispiel größere Dinos durchpassen oder nicht durchpassen. Ich hoffe auch, das Innere der Höhlen wird gefixt, dass die ganzen Höhlenbewohner sich auch bewegen und nicht einfach entweder aggro sind oder gar nicht sich bewegen, dass sie nicht 90% in den Wänden drin sind und man die ganze Zeit irgendwas hört, was einen anspuckt, anfaucht, angreift, aber es kommt nichts. Oder auf einmal kommt da 40 Spinnen von der Decke gefallen. Da freue ich mich sehr drauf. Es gibt Verbesserungen bei den Macs. Kann ich nicht drüber reden, weiß ich nicht. Ich habe noch keinen Mac gehabt. Es gibt Verbesserungen bei den Aberration-Dinos. Da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß, dass zum Beispiel der Ravenger in seiner wilden Form einen Debuff hat mit der Blutung, dass man stark verlangsamt wird. Gezähmt hat er das nicht mehr. Auch haben natürlich die Tiere von Genesis und ich glaube auch schon von Extinction. Teilweise bei Extinction, glaube ich, der Managama hat es, glaube ich. Dass man die auf anderen Maps auch benutzen kann, die nicht, wo sie nicht eigentlich hingehören. Und sie da dann auch Abilities haben, die einem was bringen. Dass der Managama super schwimmen kann und unter Wasser auch kämpfen kann. Oder, keine Ahnung, der Gasback kann, glaube ich, auf dem Wasser floaten, wie der Pelagornis so ein bisschen. Man kann dann auf dem Angeln oder so. Also, ich denke mal, sowas kommt dann auch Richtung den Scorched Earth Dinos, Scorched Earth Aberration. Und ich hoffe auch für die Scorched Earth Dinos ein bisschen. Ich bin da unten, ne? Ja. Mehr züchtbare Kreaturen sehe ich ehrlich gesagt nicht den Sinn drin. Ich fände es bei Fischen ganz cool, wenn man die, die kann man ja zähmen, wenn man die auch züchten könnte. Dass man für die Shadow Mains nicht mehr in den Flüssen nach großen Lachsen gucken muss, sondern einfach selber große Lachse züchten kann. Ansonsten kann man fast alles züchten. Bei den Greifen würde es noch Sinn machen. Aber irgendwie so ein Titanoboa oder so ein Mistkäfer kann man machen. Aber ganz ehrlich, keiner züchtet sowas. Aber okay, bin ich gespannt. Es kommen ja auch noch neue Dinos. Ja, das ist so dann. Und mal gucken, was noch. Da kommt noch eine ganze Menge mehr. Mehr wurde da nicht gesagt. Deshalb, habe ich dieses Video aufgenommen, denn es wurde halt noch mehr Neues annonciert, nämlich das hier. Ich muss mal kurz gucken, in welchem Fenster ich da gerade bin. Ah, die Live Operations, okay, das ist das hier. So, das ist noch vom Alten, so. Das ist praktisch die Roadmap nochmal ein bisschen gesagt, was da alles jetzt los ist. Das ist der Final Content zum 8. Geburtstag von ARK kommt, mit dem Insekt, was ja das Creature Voting gewonnen hat, dass es Cross-Plattform geben wird. Dass es aber Survival Evolved und Survival Ascended nicht miteinander kompatibel sind. Das sind also zwei eigene Spiele. Dass die Holiday Events als Mods kommen. Dass offizielle Server abgeschaltet werden mit dem Release von Survival Ascended. Dass der Support für ARK Survival Evolved eingestellt wird, bis auf wenn Crashes oder kritische Bugs auftreten. Dass der ganze Support dann zu Survival Ascended geht. Da kriegen wir dann Bugfixes, auch wenn es kleinere Sachen sind, neuen Content, Quality of Life Improvements und sowas alles. Also das ist dann halt deren kleines Schätzchen, was weiterentwickelt wird. Völlig legit, natürlich, macht auch Sinn. Und Feature Sunset, das Splitscreen, ich denke mal, das ist ein Konsolending, dass es das nicht mehr geben wird, keine prozentual generierten Maps mehr geben wird. Bei Survival Ascended macht auch Sinn, die waren auch völlig verbuggt. Viele Rohstoffe sind einfach gar nicht gespawnt. Beziehungsweise wurden halt nicht mit generiert. Dass auch Primitive Plus nicht mehr mit rübergenommen wird. Das ist ein bisschen schade, weil das ist eigentlich eine super tolle Idee, die auch sehr interessant ist, die auch nochmal eine neue Herausforderung bietet, die bis heute aber total unbalanced, verbuggt und mit massiv wenig Content ist. Deshalb kann ich es verstehen, dass man da erstmal sagt, Leute, wir konzentrieren uns auf das Hauptspiel, auf ARK 2, auf alles andere, was wir gerade planen. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal wieder. Hier New Paid Expansion Pack, habe ich ja schon gesagt. Das kommt im 4. Quartal 2023, angeblich. Ich denke mal eher nicht, also nächstes Jahr, wo es 4 neue Dinos geben wird, was echt wenig ist. Also mal gucken, ob das so bleibt. Das ist echt krass wenig. Aber ich lasse mich überraschen. Bisher fand ich die Expansions eigentlich alle ganz cool. Jedes für sich, bis auf Extinction. Das war ein bisschen nervig. Das ist halt so das, was die sich im Moment vorgestellt haben, was in Zukunft sein wird. Und jetzt aber, das ist das, was sie jetzt noch annonciert haben.
Nicht, das ist der Stego. Das ist das, was sie im Prolog annonciert haben jetzt vor ein paar Tagen, was noch mit bei Survival Ascended sein wird. Und darauf freue ich mich, ehrlich gesagt, richtig, 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 richtig krass. Denn das sind nicht nur Improvements, das ist ein krass neues Gameplay-Erlebnis. Auch wenn es da nicht so steht, das ist schon deutlich mehr als ein Remaster. Also, ja, die haben gesagt, dass sie Survival Ascended natürlich supporten wollen und dass es neue Features geben soll, neuen Content, neue Items, neue Strukturen. DLC-Roadmap haben wir ja schon gesehen. Ja, was es noch in Survival Ascended geben wird, ist ein dynamisches Navigationsmesh und eine Überarbeitung des Pfadfindesystems der Dinos, die hoffentlich dann nicht mehr einfach ins Wasser laufen oder übers Wasser fliegen und dann ertrinken, wenn sie dann down gehen, die nicht irgendwo mehr stecken bleiben oder hängen bleiben oder ineinander hängen bleiben oder so. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das wirklich besser sein soll. Im Sinne von Ark 2 sollte es das, denn da haben die ein komplett anderes System geplant, dass die Tiere über Geruch und Sicht und so arbeiten. Und ich hoffe, zumindest über Sicht wird auch das Ding ein Thema sein, dass man sich ein bisschen sneaken kann. Es gibt einen Fotomodus, finde ich auch ganz cool, sorgt wahrscheinlich für echt tolle Screenshots. Es gibt NVIDIA DLSS, das heißt, man kann die Grafik runterschrauben und die NVIDIA-Grafikkarte rendert das dann nochmal anders, dass es optisch nicht schlechter aussieht, aber mehr FPS rauskommen, laienhaft gesagt. Es gibt Dino- und Baby-Management Quality of Life. Bin ich mal sehr gespannt, was da noch alles kommt, weil das Five-System finde ich eigentlich ganz gut. Das Gruppensystem ermöglicht es, einen verschiedene Armeen zu bauen. Also ich finde das nicht irgendwie kompliziert oder verbesserungswürdig. Bin ich sehr gespannt, was die da für Neuerungen machen. Es gibt wilde Dino-Babys. Richtig geil, bin ich mega gespannt drauf. Gibt es ja zum Beispiel bei den Dinopithecus, bei den Affen, oder bei den Kairukus, bei den Pinguinen, soll es dann anscheinend auch für andere geben. Ich hoffe, das wird dann so ein bisschen Richtung Play as a Dino gehen, dass die Dinos dann noch Nester haben, vielleicht brüten sogar, dass man Eier klauen kann, das wäre cool. Oder die selber halt zumindest schlüpfen würden und nicht, oh, da ist ein Argentavis, ich zähm den, oh, da ist ein Argentavis, ich zähm den, oh, ich habe ein Pärchen, die ich gerade hier eben an diesem Berg gezähmt habe, oh, die droppen mir ein Fertilized Egg. Oh, ist zu kalt oder zu warm, was halt keinen Sinn macht. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Snappoint Improvements bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich sehr drauf, denn das Bausystem kann echt nochmal ein komplettes Overhaul vertragen. Die Charaktererstellung und wird überarbeitet. Ich denke mal, das wird dann auch deutlich feiner, deutlich runder und nicht nur, ich habe immer denselben Charakter und kann an drei Slidern was verändern und auch Customization Improvements. Auch da bin ich sehr gespannt, ob man dann wie bei Atlas zum Beispiel Tattoos machen kann oder ähnliches oder Narben, keine Ahnung, dass halt nicht jeder mehr oder weniger gleich aussieht. Cross-Plattform-Multiplayer und Full-Blueprint-Modding, wurde ja, habe ich ja schon gesagt, mit Overwolf-Technology wollen die da irgendwas machen. Aber sowohl die Modder als auch ich können da nicht wirklich was zu sagen. Und auch da soll es weitergehen und es wird wahrscheinlich auch noch mehr Details geben, die sie im Laufe der nächsten Wochen und Monate releasen werden. Hoffentlich auch Ingame-Content oder zumindest kurze Videos, irgendwas, was uns zeigt, was da kommt. Bin ich ziemlich sicher, haben sie zumindest bei sämtlichen DLCs ja schon gemacht, dass sie einem praktisch alles... Schau, Musik... Dass sie ja praktisch alles vorher schon vorgekaut haben. Ja, nearly convince you seeing screenshots im Gameplay-Trailer. Mal gucken. Haben sie uns bei Act 2 ja auch schon versprochen letztes Jahr. Also, aber das ist das, was noch neu annonciert wurde, was noch neu dazukommen soll. Bin ich auch mega gespannt drauf. Ja, und abschließend noch gesagt, was ich natürlich dann machen werde und was die Modder machen werden. Ich fange mal mit den Moddern an. Die meisten großen Modder, Garuga von Additional Creatures, Shuttlers von Kami Creations, von Pyria Evolved, von Wild
Nee, wie heißt... Oh, ich weiß nicht, wie die Hauptmod da heißt. Arc Additionals Wild Arc 2 oder so. Ihr wisst, was ich meine. Also der hat sehr, sehr viele Mods, der Shotloss. Und die haben schon gesagt, Leute, und auch hier von Paleo Arc, der Up From The Depths, dass sie das neue System, das Mods in Survival Ascendant in einer Paywall stecken können oder im Abo-Modell, sind wir uns alle noch nicht so ganz sicher, dass sie das nicht machen werden. Die Mods bleiben frei. Ich denke auch, das werden die meisten Modder machen. Nikatos von Fjodor und von Svathalafheim oder so, irgendwie so ähnlich, hat auch gesagt, sie hält nichts davon, dass die Mods hinter einer Paywall sind. Sofern das nicht gerade irgendwie nötig ist, wird er sie das auch nicht machen. Die meisten großen Mods, die aktuell noch in der Entwicklung sind, werden mit portiert. Dieses Svathalafheim da wird zum Beispiel mit rüberkommen, wird dann auch wahrscheinlich ein paar Improvements kriegen. Auch Shotloss und auch die anderen haben gesagt, wir bringen unsere Sachen rüber und verlassen Survival Evolved. Bei Additional Creatures zum Beispiel kommen noch der Velociraptor, der Ceratosaurus, der Dinoceros raus. Die sind ja drei Dinos, die schon fertig sind. Und praktisch auch schon, die sind fertig. Die kommen jetzt in den nächsten Wochen. Und danach aber nichts mehr. Alles andere wird zu Survival Ascended gebracht und wird wahrscheinlich nie in Survival Evolved mit integriert werden. Paleo Arc, das Giga TLC wird noch kommen und auch die Paleo-Varianten, die jetzt noch annonciert wurden, der Karch, der Tropio, die werden auch noch kommen. Aber auch dann, jeder neue Content wird dann in Survival Ascended rübergebracht und nicht mehr auf Survival Evolved. Shotloss auch dasselbe. Der will bei Wild Arc 2 seine Sachen noch halt reinpacken. Sein Storyboard, die Dinos, die da noch fehlen. Will dann noch ein paar Bugfixes machen, dass seine Mod halt komplett ist. Aber geplante TLCs von den Dinos zum Beispiel, die sind jetzt abgeblasen. Es wird nichts mehr TLC von den Dinos, die drin sind. Es werden nur noch die Dinos reingebracht, die in seinem Storyboard sind. Dann ist das Thema bei ihm auch durch. Kami Creation ist dasselbe, auch die wird portiert, die Mod. Wenn Kami da nochmal neuen Inhalt macht, wird Shotloss das auch von ihr kaufen, wird es implementieren, aber dann in Survival Ascended. Pyria wird es wahrscheinlich dasselbe sein. Genauso wie die anderen Mods, die Shotloss noch alle so hat. Nikatos habe ich ja gerade schon gesagt, wird auch dann rübergehen zu Survival Ascendant und so hält es eigentlich jeder. Nur von Krysta habe ich bisher anders gehört. Die ist die von Praetorian Beasts. Die will erstmal noch bei Ark Survival Evolved auf jeden Fall bleiben. Hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ich verlasse dann alles von Survival Evolved. Hat auch nicht gesagt, ob sie rübergehen wird zu Survival Ascendant, ob sie die Mod portieren wird. Ich gehe aber stark davon aus, da sie halt eine ziemlich erfolgreiche und eigentlich mit die größte Mod hat, die neue Saurier ins Spiel bringt. Eins wollte ich noch sagen, genau. Shotloss hat auch gesagt, dass er manche Saurier nicht mit rüberbringen kann erstmal. Die giftigen Saurier zum Beispiel, weil die auf der Attacke von der Shadow Main basieren. Und wenn das nicht im Dev-Kit ist, kann er halt das auch nicht bei seinen Sauriern nutzen. Die das nutzen, nicht portieren. Könnte auch ein paar andere Saurier betreffen. Und die TLC-Varianten, die geplant waren, da werden die alten Models bis auf der rote Panda auch nicht mit rübergebracht werden. Das, der Backless Binex, ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf, der Balau zum Beispiel und halt auch noch ein paar andere, die aber teilweise auch erst auf den DLC-Maps interessant werden. Die werden dann erstmal nicht rübergebracht, sondern wenn irgendwann die TLC-Version fertig ist, kommt die dann direkt rüber. Also da werden noch einige Dinos nicht mit rüberkommen bei Shotloss. Mal gucken, wie es am Ende ist. Keiner weiß, wie lange es dauert, die Mods rüberzubringen, wie die zu portieren. Keiner weiß, wann man die Mods dann in Survival Ascendant nutzen kann. All das steht leider noch in den Sternen, das wissen wir alle nicht. Das finde ich auch sehr schade, aber da können wir halt nichts machen. Was gibt es sonst zu sagen? Genau, was ich daraus mitnehme. Ich werde auf jeden Fall ganz normal erstmal Ark Survival Evolved modded weiterspielen, so wie ich es halt auch mache und geplant habe. Dann, wenn Survival Ascendant rauskommt, ich werde es mir natürlich kaufen, ich werde es spielen, ich werde ein Let's Play draus machen.
Ich gehe davon aus, dass ich erstmal beides parallel spielen werde. Ob dann jeden Tag vorbei eine Folge kommt, ob dann hauptsächlich Survival Ascended kommt und ich dann nur bei gemachten Content Survival Evolved weiter hochlade. Mal gucken. Das ist halt auch so eine Sache, wenn ich jetzt, ich habe meine Level jetzt durch. Es geht eigentlich auch bei Scorched Earth ja mehr oder weniger nur darum, passende Boss-Dinos zu entwickeln, zu züchten. Und da kann es halt mal sein, dass einfach mal ein paar Tage kein Content rauskommt, wenn ich halt nur am Züchten bin. Deshalb denke ich, dass es dann hauptsächlich um Survival Ascendant gehen wird. Ich denke, dass ich bis August fertig sein werde mit Scorched Earth und in Aberration schon gelandet bin. Sollte das der Fall sein und ich werde noch nicht so weit sein, werde ich das so machen, dass ich dann Survival Evolved aufgebe, die Season beende, Survival Ascendant nur noch spiele und da dann erstmal das Hauptstory-Ding ohne Mod oder ohne Creature-Mod durchziehen werde, vielleicht auch dann die Creature-Mods mitten reinnehmen werde, je nachdem, wie schnell die halt verfügbar sind. Oder ich halt modlos die Story durchzocken werde, das neue DLC zocken werde und danach nochmal in einer gemoddeten Version. Wie gesagt, es kommt neuer Content, es geht gerade ein Creature Vote los für Scorched Earth, dass da ein neuer Dino drinnen ist. Alle drei, die im Moment ganz oben im Voting stehen, sind sehr interessant. Ich denke mal, der Megaraptor wird's und das würde halt bedeuten, dass Scorched Earth nochmal interessant wird. Und es da vielleicht nochmal Sinn macht, auch mit den ganzen neuen Änderungen und neuen Mechanics und so, dass es da nochmal Sinn machen würde, einfach das Gameplay von Survival Ascendant ganz normal mitzunehmen, ohne Mods, von Anfang an. Ja, aber spätestens, wenn Survival Ascendant halt raus ist, kann ich das entscheiden. Ich werde es erstmal so machen, wie gesagt, dass ich beides parallel spiele. Und wenn ich merke, oh krass, Survival Ascended ist so viel Neues bei, dann werde ich dann vielleicht umswitchen, vielleicht auch nicht. Je nachdem auch, was ihr dazu sagt, wenn ihr sagt, boah, Story Modded war ganz cool, kannst aber erstmal Survival Ascended spielen. Ark Survival Evolved kennen wir halt alle, auch die Mods. Mir das halt relativ wumms ist, dann spiele ich halt Survival Ascended. Ja. Und wie gesagt, wenn dann die Mods draußen sind, spätestens dann werde ich die Modded Story auf Survival Ascendant weiterspielen. Entweder von Anfang an oder dann ab dem Punkt, wo ich es halt bei Survival Evolved auch dann hatte. Ha, so. Das erstmal soweit zu dem Thema, zu Arc 2, zu Survival Ascendant, zu dem, was bei den Mods dann los sein wird, was ich mir so vorstelle, was dann das Ding sein wird. Ja, das war's, glaube ich, jetzt. Ich habe, glaube ich, alles gesagt. Es sind auch nur 45 Minuten geworden. Na, dafür, dass ich Neues erzählt habe, genauso lang wie das alte Video, geht Schlimmeres. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr könnt mir sehr gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von Survival Ascendant haltet. Werdet ihr euch's holen? Werdet euch's nicht holen? Also jetzt rein von dem, was wir mitbekommen haben, was da an Änderungen zu Survival Evolved sein wird. Ja, ich werde da natürlich zum Release auch einen eigenen Server mir wieder stellen. Werde das auch früh genug hier annoncieren. Wer dann Bock hat, mit auf dem Server zu zocken, der kann da mitzocken. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ja, ein Abo da lasst oder Kommentar oder halt einfach nur einen Daumen nach oben. Auch das würde mir schon sehr viel bringen. Mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Arc-Folge. Ciao!